Hallo, hier ist der Crazy Smeet und wir kommen hier zu Mario Kart 8 Online. Tja, heute in dem Fall am Sonntag auch wird am übernächsten Wochenende kommen. So, tja, wir denken so wie Sonic aussehen, sieht auch wie Sonic. Tja, aber bevor wir den Thema anfangen, möchte ich euch ein bisschen was geben. Kommenden Wochenende, ja, es wird. Ich habe vor kurzem, den Splatoon 2 Global Test bei dem Demo heruntergeladen und wird am Freitag, an den Zeiten, wird wieder aufzeichnen, wird auch aufnehmen. Und ja, den wollte ich auch besser sein. Ich weiß gerade, wie weiß ich genau, aber wenn ich das nicht will. Ja. So. Also, wir waren ja gerade mit der Team 2. Nun geht es um Sonic. Ja, unser Beat der Eagle. Es kam so ein Event, ein SXD-Event. Da wurde ein, also so eine Menge gezeigt. Medienmaterial, da wurde eine neue Crew gezeigt und so eine Luftstage, die kann mir nicht mehr so erinnern, die soll von Sonic 3 und Knuckles sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt hieß, aber vielleicht ist hier dann schon beschreiben. Und die zweite Entwicklung, es wurde der Name bekannt gegeben, Wii, Project Sonic 2017 heißt. Ja, genau die Begegnung der Reise. Und zwar wird es unter dem Namen Sonic Forces. Das heißt auch so Einheiten, was ich genau. Ja, und das wird dann sein, oder kann man sagen, das heißt ja Mark. Ja, Sonic Mark. Aber weil ich ihn aber Forces heißt, ja, und so heißt dann Forces von 2020. Hier wird ein Gameplay gezeigt von Modern Sonic und am Sonic Mark nicht. Also wie gesagt, Sonic Day 2015. Also, ja, ich freue mich schon drauf. Auf diesen Sonic Forces, weil das ist angekündigt worden. Und was schon, es wird weitergehen mit dem Display, und zwar Sonic Forces wird Let's Play, Project 2017 wurde ja angekündigt, heißt ja Sonic Forces. Es wird Sonic Mania Let's Play. Dann wird es bald sein, dass wir Yooka-Laylee, und am kommenden Wochenende wird Splatoon 2 Global Testfire kommen, ja, hier auf den Kanal. Und zwar an bestimmten Zeiten, ich kann es euch noch nicht sagen, ob ich es aufnehmen werde. Ich werde am Samstag dann aufnehmen, ja. Und zwar wird es so sein, dass ich das zocken werde mit euch. Klar, das normale Splatoon Online Projekt wird ganz normal weiterlaufen. Wenn Splatoon 2 läuft, wird auch der normale LP weitergehen. Und am 28. April kommt der Mario Kart 8 Deluxe. Aber es dauert noch bis heute Date 2017. Tja, deswegen wurde Sonic Forces angekündigt. Das neue. So heißt der Titel von Project Sonic 2017. Tja, oder 2017, ja. So wird es heißen, was dann bloß nochmal Join the Resistance, und das wird dann Holiday 2017 sein, Sonic Forces Beauty Switch. Ja, und deswegen freue ich mich auf dieses Projekt, dass ich auch noch gucken werde. Und ja, wenn ich in die Sau rein, dann mal Online-Party dann weiter draufkommen. Aber ich habe hier am Sonntag auch, ja.
gespannt. Wir haben ja auch, also die von der Familie habe ich schon hochgeladen auf YouTube. Und zwar ist das, das zweite Mal, ich habe das gemacht, also mit dem Bunny gestoppt, der war auch mit anderen Kappen. Und das haben wir auch gemacht und ja, damit haben wir dann die Sperrmode anbauen müssen. Dann gehen wir raus. Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Und gleich mit dem Kurs. Und auf einer Seite ist das B-Event. Und ja. Aber was nicht möglich ist, ist nur den Kurs. Also, wir haben natürlich, wir hatten mal, ich glaube, ich kann mich noch erinnern, in irgendeinem Marker 8 Bonnetor hatten wir ja das And the Blue is Corning 2016 mal gehabt. Ja, da wurde irgendwas, ich rede immer eine Pause drüber, da hatten wir ja, wurde ein Ring gezeigt und da kam dann, da war das Sonic da noch drauf kam. Das war dann Blue is Corning 2016. Das habe ich auch ein MK8 gemacht. Und das war, glaube ich, das heißt nicht der Film. Der Film soll nächstes Jahr kommen von Sonic. Und es wird dann, glaube ich, das. Heißt, glaube ich, dass da irgendwann ein. Ich weiß nicht genau, was das hieß. Da weiß man nicht. Blue heißt ja, glaube ich, Eagle. Wo ist der? Juhu! Ich glaube, das ist da hinten. Und der, ja, hat ja. Der wird dann, glaube ich, in. Er wurde auch noch. Und da war irgendwie. Da war es irgendwie komisch, hat mich komisch gefühlt, als der Poster kam. Wirklich. Das war gut, Blue is Corning. Ich hatte so ein MK8-Bad gemacht. Und da habe ich mir für Blue, da heißt ja, glaube ich, blaue Hügel. Das Blaues kommt 2006. Und leider kam. Aber uns jetzt hier nicht gut sein. Also schön ist dann ein bisschen Blue gegangen. Ich kann es nehmen. Ja, aber man hat gesehen, dass. Also deine Kinder. Aber dann. Also, ja. Und viele hatten dann Vermutungen gehabt, dass es vom Leiter 2017 wird oder 2022. Oder vor. Aber, ganz klar war, 2022 war es nicht, war nicht bei mir, 2022. Nee, nicht getroffen. Nicht mehr. Also, da haben wir es nicht gesehen, also da wurde nicht angekündigt, aber da. Nein! Das ist noch nicht. Boah, ich wäre fast da nein im Zug gewesen. Aber es wurde trotzdem. Gut, ablassen, weil. Sonic und Knuckles.
Ja, ich hatte da so ein kleines Gerät, der war so ein viereckig. Und da hatte ich dann Sonic gespielt. Ich weiß nicht genau, wie der hieß, da waren noch, hatte ich Sonic und Knuckles gespielt. Und da waren noch so Spiele wie Alex Kidd und so. Golden X war da drauf und weitere Spiele. So, das haben wir gespielt. Und da war ich bis zur Fly Battling Zone gekommen. Und ab da, also das ist ein Gehirn, irgendwann, also weil ich da war wieder im Menü. Weiß nicht genau, aber in der Zeit spiele ich den Kasten immer. Aber die Fly Battling Zone ist sozusagen eins von aus Sonic 3 und Knuckles. Ja. Und das wurde da angekündigt, dass es in Sonic Mania dabei ist. Aber der Coolste war daran, Sonic Forces, man hat gesehen im Trailer, dass man da an einer zerstörten Stadt herumlauft. Und dann wurde es da angegriffen und so. Und das hat die Wisp mit dabei sind, aus Sonic Colors. Wurde auch noch gezeigt. Kann man auch sehen. Also ist da wieder bisher ein Gefühl von Sonic Colors mit dabei. Also, das ist mir auch cool. Ganz klar. Aber wird erst und das dann wieder Holiday Club 2017. Ja, das ist von der Korte. Vom Classic dann erstmal nicht den Trailer gesehen. Also, da arbeiten wir glaube ich noch daran. Aber ich freue mich auf das Spiel. Das ist. Und ja, dann wird bald ein. Ich glaube, aber kommt mal, also ich werde noch ein paar Stunden machen. Ich werde. Stimmt, ich kann Pilz. Stimmt. Mir ist eingefallen, dass ich Pilz habe. Ich habe aber nicht mehr angefangen. Also wie gesagt, ja, war der Anzug war, war ich echt gut drauf. Also schon mit alle. Ich habe noch vor, wenn ich nicht auf Leute in die Aktion Ball spielen, weil ich weiterkomme. Und all wenn ich dann form, dann muss ich sagen, wie ich mit den Leuten dann mache. Da war der ständig gegeben. Also dann ähnlich ist noch fast um 150 dann ähnlich langsam. Weißt du? Noch ein Bike. Also, ich hab noch vor, also was Sonic betrifft, wird es auf meinem Kanal nicht so viel von aber ich habe vor, Sonic weiter. Also Sonic wird auf meinem Kanal ganz normal weitergehen. Bei Anna wird Sonic ganz viel noch was vor. Das ist ganz klar. Man kann dann wieder die Amiibo-Kostüme einsetzen. Das kann ich dann, glaube ich, wenn die Marke 8 Deluxe hat, werde ich, glaube ich, alle Amiibos, glaube ich, etwa scannen. Alle. Das sind ein paar. Und das sind ein paar. Ich werde alle scannen. Die Amiibos, damit ich da alle Amiibo-Kostüme habe. Also wie gesagt, Sonic Forces und Sonic Mania werden, glaube ich, die nächsten Sonic-Spiele sein. Aber es wird auf meinem Kanal aktuell kein Sonic Let's Play gestartet. Kein weiterer Sonic Let's Play wird gestartet. Den Sonic Let's Play muss ich ja weitermachen.
okay an noch. Ich habe den und wie gesagt, ich habe noch viel zu machen. Habe ich noch gesucht. Also es gibt ja nicht überall den Namen gekommen, weil er immer in Rio. Bei von Besten gibt es ja, ist halt sehr interessant, aber ich kann noch ein bisschen tun. Ich habe es geplant, aber ich bin sehr gut, wenn wir machen. Weil glaube ich, das ist ein Rocket Plane. Ich bin halt ein bisschen tun. Vielleicht auch was ich tun kann. Sonic Mania als Download erscheinen für die Nintendo Switch. Ich meine, genau wie Gigabyte diese Switch hat, ich habe da vor kurzem die Sinnerdauer-Testkarte wieder. Stimmt ja. Beginnt ja nächste Woche. Aber ich habe noch. Aber was Sonic betrifft, kann ich euch sagen, dass es. Okay, Shadow the Hedgehog. Wie ist angeschlossen? Ich kann es zum Spielen. Problem ist nur, was das nun angeht, dem Shadow the Hedgehog Projekt. Also mein anderer, und zwar dieser Funk-Controller, geht nicht. Ja, der andere Controller geht auch nicht. Ich wollte vor kurzem Need for Speed Underground 2 für den GameCube, hat der Golden Bunny mitgebracht. Wollen wir spielen? Haben wir mal gespielt. Und dann sagt er, Disc hat irgendeinen Fehler, da war irgendein paar Katzen drauf. Aber was kann man da ändern? Und tja, also wenn ihr wie es da weitergehen wird mit der Wii. Und ob ich da Projekte machen kann, das ist auch nicht genau, weil ich habe ein paar Wii-Spiele. Einfach. Das von der Lehr hat sich ja Marker-Doppeldeck ist gegangen. Ja, ich habe einen Marker-Doppeldeck-Format. Das habe ich dann nicht gemacht. Und dann kann ich in der Hände gespielt. Da war wohl auch den Riesen. Aber ja. Aber ich habe nur. Aber das war nicht gut. Ich weiß nicht genau, wie ich da so, und von Sonic zu den. Und dann mal. Wie die nächsten Wochen aussehen wird. Die nächsten Wochen werden wir auch noch in der Schule. Schule. Und nächstes Mal Wochenende. Wir machen auch einfach. Ja, unter der Woche das auch. Außernächte und ich habe auch wenn ich mich heute muss ich da einfach was machen. An die Golden Festfeier. Ich wollte schon mal schon gedauert haben. Ich glaube, dass wir auch ein Video kommen. Wann kommen wir weiter? Also, ich kann nicht. Ich habe einen Cut gehabt. Also, ich nehme ja schon. Von den Forces, wenn die beiden Spiele wohl dann holen werde. Und zum Abschluss fahren wir noch ein Rennen. Und ich habe noch, was Switch angeht, wird es. Also, was Switch angeht, ich werde bei der Switch, also ich glaube, Testfeuer weiß ich ja, wird kommen. Mit der Switch wird es dann am 28. April mit Marker auf Deluxe weitergehen. Ja.
Mhm. Und ja, ich werde es mit dem Swiss Broken Brothers spielen. Das ganze Let's Play aus. Und stimmt, ist ja da. Oh, hat gerade die Swiss angemacht. Paaren da ein bisschen kürzer wird, aber tja, was Sonic angeht, ist noch unter, wie es in Zukunft angeht. Sonic Forces und Sonic Mania werden kommen, also tschüss!